Hallo, hier ist wieder Robert von Blue Dragon. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es nochmal um Effektivität. Allerdings soll euch das Video verdeutlichen, dass Effektivität hinter einer Sache, hinter einer Kampfkunst immer perspektivisch zu betrachten ist. Denn man weiß gar nicht so richtig, was manchmal da überhaupt trainiert wird. Viele Leute, die Kommentare von sich geben, weil sie etwas komisch finden oder nicht kennen, reagieren vollkommen über, anstatt erstmal zu hinterfragen, was ist denn überhaupt der Sinn des Trainings oder der Sinn hinter der Kampfkunst, die da gerade trainiert wird. Denn so kann man das Training effektiv auf Bewegungsgeschwindigkeit ausrichten oder eben fokussiert, sagen wir dazu, Hebeltechniken trainieren, um sie effektiver zu gestalten. Manche Kampfkünste machen das halt sehr speziell, dass der Fokus eben nur auf einer Sache liegt und dadurch etwas anders wirkt wie ja, das, was man selber macht. Doch wenn man eben die Augen offen hält und über den Tellerrand hinausschaut, wird man feststellen, dass je mehr man einer Kampfkunst entnehmen kann und daraus die effektive Trainingseinheit, das effektive Training entnimmt, umso größer, umso besser wird mein Gesamtpaket und umso effektiver kann ich werden, weil ich eben effektiv Geschwindigkeit trainieren kann, effektiv Hebel trainieren kann, effektiv Schlagen trainieren kann. Was immer ich möchte, ich kann meinen Fokus effektiv auf eine Sache setzen. Und das wollen wir euch mit den folgenden Sachen gleich noch ein bisschen darstellen. Viel Spaß dabei! Ja, Leute, das war nochmal ein zweiter Teil zu dem Thema Effektivität in der Kampfkunst. Ihr habt gesehen, wir haben ganz viele Themenbereiche angeschnitten. Geschwindigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit, auch Einsatz von Hebeln. Und es gibt auch unzählige andere Dinge, die man eben auch effektiv trainieren kann. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr effektiv trainiert, worauf ihr euren Fokus im Training setzt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis demnächst. Ciao, sagt Robert.